Mit einem roten Spielmobil im Gepäck tritt die nächste Dame den Kampf um die Händlerkarte an. Für den Mini-Flitzer wird eine neue, passendere Garage gesucht. Ja, ich bin die Marleen und ich habe ein Tretauto mitgebracht. Das habe ich von meiner Mutter und ja, ich finde es auch eigentlich ganz schön, sich hinzustellen. Aber ich selbst bin natürlich nicht so ein großer Autofan und ja, deswegen muss das nicht unbedingt sein. Ein Gefährt, das das Kind im Manne weckt. Mal schauen, was unser Experte Sven Deutschmanek dazu sagt. Albert, du entschuldigst, ich sehe, der Sven, immer wenn hier Sachen sind, die mich richtig interessieren, ruft er mich nicht. Hallo Prinzessin, wie heißt du denn? Ich bin die Marleen Grese. Es war natürlich mal schön, dass jetzt eine junge Dame wieder bei mir am Tisch war. Optisch hat sie was hergemacht. Das Tretauto nicht ganz so viel, weil es war dann rumgefrickelt. Aber ansonsten recht nettes Mädchen. Marleen Grese, das finde ich jetzt aber mal ein toller Name. Und hier hast du auch noch was, wo mein Herz noch viel höher schlägt. Nämlich ein altes Tretauto und die gleiche Mechanik drin wie in meinem allerersten. Aber sei ganz ehrlich, da habt ihr nie drin gesessen als Kinder, oder? Nein, das war viel zu wertvoll für meinen Opa. Der wollte das gar nicht, meine Mutter nicht und ich auch erst recht nicht. Der hat das sogar noch aufwendig restauriert. Und ja, ab da ging gar nichts, war nur noch zur Deko. Ach, der Opa hat das restauriert? Ja, genau, also in Auftrag gegeben. Okay. Aha. Also diese Mechanik, die da drin ist, ja, ist ekelhaft für Kinder. Ja, wirklich. Weil mein erstes Tretauto, an das erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, und ich bin heute noch böse, dass meine Eltern das irgendwann verschenkt haben, war ein Jaguar E mit dieser Scheißtechnik drin. Tat manchmal weh. Das darf man einfach mal so sagen. Weil normalerweise kennt man Tretkurbeln, die begreift jedes Kind relativ schnell. Das da ist so hin und her. Genau. Und wenn man da einmal außer Tritt kommt, hat man nämlich unten die Schienbeine komplett blutig und offen. Genau, weil die Dinger bewegen sich einfach weiter, wenn das Ding rollt. Und ich habe das Auto als Kind gehasst, hätte es heute sehr gerne wieder, aber es ist weg. Das war keine gute Konstruktion. Aber das war die Antriebsmechanik halt zu dieser Zeit bei einigen Herstellern, ne? Ja, leider Gottes, aber hübsch sieht er aus. Was soll das überhaupt für ein Auto sein? Müsstest du eigentlich eher noch wissen, wie ich. Weißt du es, Marleen? Ja, Borgward. Isabella Borgward. Genau, ja. Also, Isabella Borgward. Sag mal, der ist aber aus der Form geraten. So ein bisschen. Ich hatte fast gedacht, das wäre ein Fantasieauto, weil er so knubbelig, sehr schmal ist. Ne? So, woher weißt du das? Hat der Opa da immer gesagt? Oder? Ja, der hat auch noch so ein Heft dazu gegeben, okay, also wo man sich das Originale angucken konnte. Fand aber auch nicht, dass das so Ähnlichkeit zu dem hatte. Ne? Ist so, also aber soll es das sein? Gerade die Schnauze vorne, die sehr platt gedrückt ist. Also es sollte wirklich ein Isabella Borgward darstellen. Und wir haben hier Verbedo, auch den Hersteller, der kommt aus Fürth. Und die Gründung war um 1900 und ab 1910, 1915 haben die dann angefangen, auch Tretautos zu bauen. Die gibt es heute noch, die Firma. Also die Firma. Die bauen heute auch tatsächlich noch Tretautos oder man nennt sie ja immer den Oberbegriff Cat. Zwei verschiedene Streugläser in den Scheinwerfern. Ja. Aber was ich sehr witzig finde, pass mal auf, Horst. Ach, Licht funktioniert. Licht funktioniert. Kaum ist der Lichter da, brennende Lampen. Hat der Opa denn mal irgendwas über Werte erzählt? Der Opa nicht direkt, aber es stand hier dann eine Zeit lang bei meiner Mutter. Und sie hatte es auch versucht, irgendwie zu verkaufen. Dann kam auch ein Händler zu ihr, der mehrere Autos von solchen Autos hat. Und der hatte gesagt, dass er das unter 300 Euro nicht verkaufen würde. Ja. Aber das ist natürlich nicht der Händlerpreis. Ja. Stimmt. So, und wo ist eure Schmerzgrenze angesiedelt? Ich sag jetzt mal eure, weil ich denke mal, die Mama hat noch ein Wort mitzureden, oder? Naja, ja, okay. Jetzt nicht mehr, jetzt wo ich ist hier deins bin. Ah, ja, eigentlich schon. Aber sie meinte,
sie wären nicht böse drum, wenn es einfach weg wäre. Oh, das ist gut. Dann heißt, du darfst das Geld behalten. Ganz gut. Ja. Mhm. Was würdest du damit machen, Marlene? Ja, vielleicht so mal shoppen gehen oder so. Mal gucken, wie viel dabei rauskommt. Schuhe? Ich weiß es nicht. Ja, Schuhe auf jeden Fall. Ja, Schuhe müssen sein. So, kriegen wir ein paar Schuhe hin, weil die fangen ja relativ günstig an. Ja. Ja, das ist richtig. Die fangen Flipflops ja. fangen bei 5 Euro an. Ja, eben. 2,99. Ja. Nein, ich fasse jetzt einmal ganz kurz zusammen. Ja, bitte. Namhafter Hersteller, heute noch unterwegs in der Spielzeugbranche. Schön restauriert, Fehlteile. Das Modell selber stammt so wirklich aus Ende der 50er Jahre, weil die Isabella Borgwardt gab es von 1957 bis 61. Und auch in diesem Zeitraum haben die dieses Fahrzeug gebaut. Dann wurde es auch verkauft. Es ist ein schönes Blechspielzeug oder Blechauto. Je nach Modell, je nach Hersteller kann ein Blechauto bis zu 10.000 Euro bringen. Hier würde ich so 250 bis 300 Euro unterschreiben in dem Zustand. Auch trotz der Fehlteile. Trotz der Fehlteile. Trotz der Fehlteile. Wäre das Modell noch etwas älter gewesen, sprich aus den 20er, 30er Jahren, dann ist diese Summe auch extrem schnell verdoppelt oder verdreifacht. Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Marlene, für dich die Händlerkarte. Ja. Auf das mehr als zwei Paar Schuhe rausspringen. Marlene. Okay. Dankeschön, dass du hier warst. Viel Erfolg. Viele Grüße an die Mama. Und hier vorne geht's lang zum Händlerraum. Siehst okay. du? Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich bin ein alter Mann. Ich wollte die ganze Zeit. Ja, aber ich habe mich hier die ganze Zeit, weißt du, Bauch rein, weißt du, wenn du neben so einem jungen Teufel... Ist doch alles in Ordnung. Alles hupst du, da geht mir auf die Pumpe. Ich finde es schon schön. Ne? Ja, überrascht hat mich, dass die Windschutzscheibe fehlte. Und das mit den Schrauben habe ich mir schon gedacht. Das sah schon ein bisschen anders aus. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Blechautos oder überhaupt alte Tretautos oder altes Blechspielzeug. Dafür gibt es die große Sammlergemeinde, das weiß jeder unserer einzelnen Händler oder auch Händlerinnen. Von daher denke ich, dass das Modell trotz der Fehlteile einen großen Anklang bei dem finden wird. Im Verkaufsraum funkelt das kleine Auto die Händler an und erweckt zumindest schon mal ihr Interesse. Ist ein Tretauto. Vorsicht, dass nicht runterfällt. Das soll mal ein Renault sein. Das Auto spielt gleich keine Rolle mehr. Aber der ist flatschneu. Neu restauriert, Walter, oder? Nein, der ist nicht neu. Der ist nur hergerichtet, restauriert. Glaubt man, der ist original, ehrlich. Nee. Also ein bisschen nervös bin ich natürlich, auch weil ich nicht so gut handeln kann eigentlich. Aber ich gebe mein Bestes. Marlenes Gefährt wurde nicht fachgerecht restauriert. Jetzt kommt es darauf an, ob die Händler es trotzdem ausreichend wertschätzen. Guten Tag, die Dame. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Ferbedo ist die Marke. Wer hat denn dieses Ding restauriert? Waren Sie das selber? Nein. Nein, das war mein Opa mit einem Freund. Mhm. Oder von aus welcher Zeit das sein soll? Ich schätze 50er, 60er Jahre. Ja, also wird mir auch gesagt. Das kommt genau hin. 1960. Das kann sein, Wolfgang, gut geschätzt. Ich kenne dieses Modell nur mit einer Scheibe, die hier nicht dran ist. Fehlt die? Ja. Sehen Sie? Und ich kenne das Auto mit Speichenrädern. Ich weiß nicht, ob das zwei Modelle gab oder so. Und vorne im Licht müsste auch Ferbedo stehen. Das steht drum. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Dann ist es ein Ferbedo. Er ist natürlich restauriert und deswegen... Ich weiß auch nicht, ob das Lenkrad original ist, das weiß ich auch die nicht. Haben da mehrere Modelle gebaut mit Speichenrädern. Ja. Die Räder sind da auch original. Die haben nicht ausgewechselt. Das glaube ich. Das Lenkrad glaube ich nicht, oder? Wissen Sie das? Lenkrad ist, meine ich, ausgewechselt worden. Ja. Ausgewechselt. Und dann Reifen auch? Reifen, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das steht ja auch Ferbedo noch drauf. Ja, ja. Ja, ja, sie gibt ihr Bestes, man sieht es. Das ist wie, heutzutage gibt es auch Alufelgen für die schönen Autos. Und das ist halt die Standardausführung. Das Auto ist toll, das lässt sich auch verkaufen. Der Originalzustand wäre natürlich wesentlich höher. Trotzdem fange ich hier an mit 250 Euro. Das ist mein erstes Gebot. Ja. Ja, ich sag 280. Immerhin, das sind 30 Euro mehr. Was ist mit der rechten Flanke? Na, erstmal zu fünfmal dran gefrickelt an dem Ding. Wenn ein Sammler kommt, hör mal, der jagt das Ding zum Teufel. Ja, den kauft man für ein Kind, das will ein Vater mit. Ja, so mich muss auch. Man das sehen. Nee, also für mich ist das nichts. Wenn er das jetzt schon in seinem Laden hätte, dann wäre es das beste Tretauto der Welt.
Fabian, für dich. Du weißt, ich schau Autos an, wie die Sau ins Uhrwerk schaut, sage ich mal. Ich kenne mich da gar nicht aus. Aber 300 sage ich trotzdem. 300 ist doch besser. Ja, ist doch besser, ja. So gerne. Sind wir schon da? Ja, langsam. Ich sag noch 310. Ist das ein Deal? Oder kommt das Tretauto wieder mit nach Hause? Das ist gut bezahlt. Wollen Sie mit mir ein Geschäft machen? Ah, freilich. Ja, okay. Dann treten Sie nach vorne. Genau so ist das. 1, 2, 3 und 10. Und Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall hat dieses Auto ein Profi lackiert. Lackiert ist er. Siehst du die Lackierung? Also wirklich, ich weiß, wenn man gut lackiert und man nicht. Ist gut. Das ist komplett restauriert. Natürlich, muss alles abgebaut werden. Für mich war es wichtig, dass er original ist. Es ist ein Original aus den 50er, 60er Jahren, schätze ich. Ja. Also ich fand, das ist ganz gut gelaufen. Die Expertise war ja bei 250 Euro und ich habe jetzt 310 Euro bekommen. Also da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin als ein paar Schuhe. Also ich habe schon öfter mal so ein Drehauto verkauft. Einmal in einem sehr schlechten Zustand, da habe ich gutes Geld verdient. Einmal in einem sehr guten Zustand, da habe ich gutes Geld verdient. Und das ist mein erstes Exponat, das top restauriert ist. Und jetzt bin ich gespannt, was ich daraus mache.